Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian The Game. Heute ohne Kamera, weshalb ich zeig's euch. Tada! Mein PC meint, mein T-Shirt ist grün. Was es nicht ist und das sieht ein bisschen blöde aus. Im Übrigen, ich kann jetzt momentan, Gott, meine Haare sehen aus. Oh, Katastrophe. Ihr Zornschlöckchen. Oh Gott. Ich kann jetzt momentan erstmal nur mit den In-Ear-Kopfhörern übrigens aufnehmen. Ihr seht es vielleicht hier ganz klein. Ich habe mir heute spontan ein drittes Ohrloch stechen lassen. Und da dürfen jetzt momentan einfach diese fetten Kopfhörer dürfen da jetzt momentan einfach erstmal nicht drauf. Aus Sicherheitsgründen. Ich mache jetzt trotzdem mal die Cam an gleich. Ich mache es jetzt gerade erst nochmal aus, weil es sieht halt echt, das sieht total bescheuert aus. Ganz davon abgesehen, dass meine Haare, wie gesagt, auch eine absolute Katastrophe sind. Gott, oh Gott. Ich mache es aber gleich nochmal kurz an und drehe es immer so ein bisschen auf meine Finger. Denn ihr seht es am Titel, ich möchte heute mal ein Video machen, wo ich euch so ein bisschen zeige, wie ich steuere. Da ich schon gelesen habe, dass der ein oder andere von euch, der eben auch die Beta testet, so ein bisschen Probleme mit der Steuerung hat. Ja, sie ist definitiv nicht die einfachste und sie ist ein bisschen anspruchsvoller, was ich aber eigentlich auch ganz gut finde, weil es halt nicht so ein Pipifax einfaches Spiel ist, was du halt einfach so durchzocken kannst. Es ist halt einfach ein Spiel, Entschuldigung. Was einfach auch mal ein bisschen, ein bisschen Übung braucht. Und das finde ich gut, weil ich oft finde, dass die Pferdespiele zu einfach sind. Nicht alle, aber viele. So, ich habe jetzt 10.384 Credits und könnte damit theoretisch den Hänger wieder upgraden, was ich, glaube ich, auch tun werde. Jetzt haben wir nämlich den Hänger auf Level 6 geupgradet. Und soweit ich das gelesen habe, müsste er Level 7 sein, damit wir die bestmöglichen Pferde unter anderem kaufen können. So, er ist jetzt, wie gesagt, Level 6. Momentan dürften jetzt noch die Level 5er Pferde drin sein, da das ja erst in 4 Stunden wieder refreshed wird. Oh, Thor ist ja hübsch. Swedish Warmblood. Hübscher Kerl. Oh, Munin, der ist ja auch süß. Mega goldig. Auf Springen, das ist natürlich schon lecker. Aber der ist teuer. Oh, das Geld kriege ich in der Zeit nicht zusammen. Die Lotti ist übrigens auch sehr süß, finde ich auch goldig. Daisy. Der gefällt mir auch sehr gut. Aber was hat Daisy denn hier für Werte? Wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter. Übrigens wurde es mittlerweile gepatcht. Das Problem, dass man auf dem iPad nicht gesehen hat, was das Pferd für ein Wesen hat. Ich will hier mal verbessern. Oh, Springen ist schon relativ gut. Die ist teuer, aber ich glaube nicht, dass ich in 4 Stunden 1200 Credits zusammenkriege. Ich wüsste nicht wie. Das ist natürlich traurig. So, Leute. Ich habe meine Pferdchen wieder alle noch fleißig trainiert. Ja, was heißt alle? Nicht alle. Athena ist nochmal trainiert worden. Springen. Seht ihr, hat sie ganz gut Fortschritte gemacht. Ist jetzt auf 22 und bei der Geschwindigkeit hat sie ihr Cap erreicht. Mit 17 plus 2, also 19, ist sie bei ihrem Cap. Weiter kommt Athena da nicht. Die wollte ich nämlich auch noch mal ein bisschen trainieren. Aber ich glaube, Athena wird sowieso eher ein bisschen dressurmäßiger geritten, würde ich so behaupten, wenn die Dressur dann reinkommt. So, Ulrike habe ich auch wieder trainiert. Sie muss stärker werden. Und Responsiveness ist auch gestiegen, sogar schon auf 23. So, bei der Stärke hat sie jetzt ihr Potenzial erreicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gefragt worden, hey, kannst du nicht mal die Novice-Prüfung reiten? Würde ich gerne, aber ich habe noch kein Pferd, was gut genug ist dafür. Also das geht hier auch nicht alles jetzt und sofort und so gleich, was ich aber auch gut finde. So, hier. Ares ist jetzt beim Springen auf 40 und hat mit Geschwindigkeit 31 sein Potenzial erreicht. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich weiß es nicht, ob das mit Ulrika jetzt schon hinhaut. Reader's Cup Swedish Warmblood Intermediate. Nein.
Ulrika ist zu schlecht dafür. Also zumindest noch vom Springen. Ich weiß es nicht, ob Strength reicht. Ich kann es euch nicht sagen. Kann Ares schon Novice gehen? Nein, kann er noch nicht. Wir müssen mit Ares noch ein bisschen hier Maiden reiten. Reit mal doch das hier mal. Da haben wir bislang erst eine einzige Schleife. So, und jetzt drehe ich euch mal. Problem ist, ich kann die Kamera hier nicht so recht fixieren. Übrigens, ja, die Taste ist kaputt. Da ist mir was draufgefallen, was mega nervig ist, weil ich liebe die Tastatur eigentlich. Ihr seht jetzt mal, kann ich das vielleicht ein bisschen anders noch drehen? Ja. So liegt jetzt mein Pad hier. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich spiele. Weil wie gesagt, ich wollte euch das mal als Tipp geben, wie ich das anordnen würde. Und zwar, ich habe immer das Tablet am Boden, am Tisch liegen, komplett aufliegen und dann steuere ich mit beiden Fingern, mit beiden Händen, weil ich das so persönlich viel, viel leichter finde. Ich habe es ja auch auf dem Handy, muss aber auch sagen, dass ich es da deutlich schwerer zu steuern finde, wenn ich das Tablet, wenn ich das Handy in der Hand habe und ich muss das beides mit dem Daumen machen. Weil mit den Wurstdaumen finde ich es relativ schwer zu steuern. Ich finde es so einfach angenehmer zu steuern. Und jetzt seht ihr halt auch mal, wie flüssig das hier eigentlich läuft und wie laggy ihr das seht. Das ist halt ein bisschen schade. Das ist ein bisschen traurig. So, und ihr seht hier meine fetten Oberschenkel. Nein, die sind ja nicht fett, aber ich habe momentan so eine Krise. So, Maiden. Er ist immer noch bei Maiden. Warum ist er denn immer noch bei Maiden? Ich bin doch schon so viel Maiden geritten. Aber Novice kann er noch nicht. Das ist ja mal total doof. Aber hier ist er auch irgendwie nicht besser geworden. Global Horse. Da kann er Novice reiten. Das liegt daran, dass ich das Falsche ausgewählt habe. So, jetzt reiten wir hier doch nochmal Novice. Jetzt wird es hier schon ein kleines bisschen höher. Das sind die höheren Parcours. So, eure Fragen werde ich jetzt, oder habe ich wahrscheinlich jetzt am Montag oder Dienstag an den Jean von Cavalry übermittelt. So, ich versuche jetzt mal was ganz Irres. Ich versuche jetzt mal hier abzukürzen. Hat funktioniert. Wow. Übrigens habe ich gerade ganz komische Aussätze im Ton. Das liegt nicht am Spiel, das liegt wieder an der Verbindung im Kabel. Also das Spiel an sich, wenn ich das jetzt so für mich spiele, das ist einwandfrei, muss ich wirklich sagen, läuft das. Das sage ich jetzt nicht nur, um irgendwie das Team in Schutz zu nehmen, aber es tut mir halt ein bisschen leid, dass ich es nicht so zeigen kann, wie es wirklich ist. Weil es leckt halt einfach nicht. Wie gesagt, jetzt seht ihr es ja zum ersten Mal hier unten auf dem Tablet, wie es wirklich läuft. Oh, guck mal hier. Gut gemacht, Ares. Hier ist er genau. Hier ist er schon bei Novice auf dem Weg zu Intermediate. Und ich bin mal gespannt. Das hier müsste man noch reiten. Reicht die Energie noch? Nein, die Energie reicht nicht mehr. Dann müssten wir Ares mal füttern. Ich bin jetzt auch schon gefragt worden, wo gibt es dann das Futter zu kaufen? Dafür müsst ihr da auf den Shop gehen. Und da auf das Pferd und hier ist das Futter. Und da ist eben auch dieses Futter nur, ja, ne? Ich will mir jetzt gerade das Geld sparen, weil ich ja immer noch hoffe, dass ich eventuell die Munin da noch, oder Munar, ich habe hier keine Ahnung, ob das jetzt auf Englisch, auf Französisch ausgesprochen wird, ob das ein, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, I don't know. So. Jetzt haben wir Ultimate Energy gefüttert. Global Horse, Novice und Data. So. Gut.
Morgen werde ich übrigens wahrscheinlich mal einen Ausritt machen. Nochmal mit unserem neuen Pferd. Was heißt mit unserem neuen Pferd? Mit Aurora? Aurora heißt sie, glaube ich, ne? Unser englisches Vollblut. Oh, schade. Und dann reiten wir mal nur mit Halsring. Das wird sich nämlich ganz, ganz oft gewünscht, ob ich das nicht auch mal zeigen und machen kann. Oh, ist jetzt der letzte auch noch gefallen, oder? Jo. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, aber das macht nichts, er levelt ja trotzdem weiter. So, oh, wir kriegen bald Futter. Conditioner, Konditionsfutter. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Gut, also ich würde, glaube ich, das nächste, ich würde hier noch mal ein bisschen springen mit Aris in der nächsten Folge. Aber, so, jetzt rücke ich die Kamera mal wieder so, auch wenn ich, ne? Ich sitze hier halt wie so ein Gespenst. Einfach, meine Haare sind auch zum Fürchten und das T-Shirt ist halt auch weg. Ja, von daher verabschiede ich mich, werde jetzt die nächste nochmal ohne Kamera aufnehmen, weil ich habe ehrlich gesagt auch gerade keine Lust, mich umzuziehen. Weil auch alles, was gemütlich ist und nicht zu dick ist, gerade in der Wäsche. Also, wir sehen uns morgen nochmal ohne Cam. Und die Fragen werde ich dann wahrscheinlich Donnerstag beantworten oder zum Wochenende hin. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ich muss ja auch erstmal dem Team dann die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Und ich muss auch noch ein paar übersetzen. Also, morgen sehen wir uns wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.